Hallihallo, liebe Dorfspieler und Pokémon-Freunde. Ich habe hier einen kleinen Cluster-Spawn. Klein, aber fein. Und dieses ultra schöne Mauzi ist dabei. Das versuche ich jetzt doch direkt mal einzufangen. Ich habe jetzt nicht wirklich geschaut, aber ich glaube, ich nehme mal eine goldene und dafür einen einfachen Ball. Ja, hier sind wir. So, schauen wir doch mal, ob wir es bekommen. Ich denke aber, es sollte kein Problem sein. Er will wieder nicht angreifen, also muss ich ein bisschen aktiv werden hier. Ah, schade, leider nicht. Kein guter Wurf geworden, aber langt hoffentlich. Oh nein, ich hab doch einen Hyperball genommen. Ah, wollte ich doch nicht. Naja, sicher ist besser, sagt man oft, ja. Ja, das wollte ich euch kurz zeigen. Schön funkelt's, schön glänzt's. Finde ich genial. Schaut echt gut aus. Vor allem die Tatzen oder so vorne sind, glaube ich, um einiges heller, aber irgendwie rötlicher als das Original oder das Nicht-Shiny. Und auch der Schwanz schaut gut aus. Wunderbar. Das war's aber schon wieder aus dem Dorf. Bis später. Na, kommt euch der Ort hier bekannt vor? Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Ich denke, ihr wisst, eigentlich war das hier ein Pokéstop, und zwar diese Arena, vor der ich jetzt stehe. Allerdings wurde diese jetzt zu einer Arena eben, weil es diesen neuen Pokéstop hier links von mir gibt. Ich gehe mal ganz kurz rein, werde aber wieder den genauen Titel oder Ort ausblenden. Allerdings seht ihr ja jetzt hier, dass es so eine Gedenktafel ist, und die habe ich eben letztens eingereicht. Geht über Niantic Wayfarer und dachte mir, ich zeige euch das einfach mal, dass es tatsächlich so ist, dass Arenen wie Pilze aus dem Boden schießen können, wenn man dementsprechend ein kleines bisschen seine Touren plant bzw. sein Pokémon Go Spielerlebnis durchdenkt. Und hier wusste ich, da diese beiden schönen Orte oder Points of Interest könnten eventuell durchgehen bei den Bewertungen oder Bewertern. Ja, hier ist jetzt leider momentan nichts mehr los. Allerdings gehe ich noch kurz zum anderen, zum Schwanensee sozusagen, den ihr ja kennt aus einer Folge von mir. Und da habe ich letztens was echt richtig Cooles gefunden. Ich werde euch mal auch noch einen Videoausschnitt vom Weg zeigen. Und außerdem bleibt bitte dran für die wirklich richtig gute Sache. So geht's manchmal im Leben. Ich war gerade fokussiert darauf, diese Aufgabe hier, die man jetzt nicht mehr lesen kann, aber war lande 5 gute Würfe auf Deutsch. Da war ich fokussiert darauf, das einfach zu schaffen, weil ihr ja gesehen habt, gibt's hier nicht so viele Pokémon. Jedenfalls klappte das Ganze dann. Einfach wollte ich nur das wegen der Aufgabenmedaille machen und dass ich dann hier drehen kann und wieder eine neue Aufgabe bekomme. Aufgabe, kommst du bitte raus aus dem Pokéstop hier. Ah, okay. Wieder leider keine gute Belohnung, aber was ich euch zeigen wollte ist, dass dieses, wie heißt es auf Deutsch? Weiß ich jetzt gerade nicht. Boah, ich hoffe, ihr könnt die Gänse gerade hören. Beziehungsweise Schwäne. Schwäne? Ja, jedenfalls. Ich habe halt dann dieses. Heißt denn auf Deutsch vielleicht auch Schappert? Habe ich dann bewertet und siehe da. Bam, ein Hunderter. Hunderter Wildes. Ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, die Chance, ein Wildes in der
Ein Hunderter in der Wildnis zu finden, wenn es nicht vom Wetter geboostet ist, das möchte ich jetzt noch kurz nachschauen. Es ist Geist und ich schaue mal noch ganz kurz nach dem Wetter. Es hat sich ja in letzter Zeit nicht geändert, da es ja jetzt gerade halb ist ungefähr. Jedenfalls. Ist die Chance auf ein Hunderter in der Wildnis, glaube ich, ohne Wetterboost. Hier mal das Wetter anschauen. Nee, Gift, Kampf und wie heißt's? Fee, glaube ich, auf Deutsch. Ein Hunderter in der Wildnis dürfte eigentlich 1 zu 4056 oder so sein. Ich schaue auch zu Hause nochmal nach und dann denke ich, kann ich da mehr berichten drüber. Aber das ist schon. Wow, also ich glaube, ich spiele jetzt seit 3 Jahren Pokémon Go und das ist jetzt das zweite Mal, glaube ich, passiert. Heftig, heftig, heftig.